Auf Fritz Hellwigs Stundenplan stand ein Ausflug. Biologielehrer Prillwitz wollte mit der Klasse mal wieder hinaus in Wald und Flur, wie er immer sagt. Das macht normalerweise viel Spaß, man lernt was dabei oder kann einfach im Gras liegen, während Prillwitz interessante Einzelheiten aus dem Leben des gemeinen Regenwurms zu berichten weiß. Tja, der Regenwurm Lumbricus herculeus ist doch ein sehr interessantes Tier, nicht wahr? So, und nun grabt ihn mal wieder ein. Er braucht's nämlich feucht und dunkel. Und von was lebt er? Na, von, Müller? Von vergammelten Blättern und so. Genau, jawohl. Verwestes Laub und... Nun bleibt mal schön beieinander und rennt nicht so weit weg. Das ist immer noch Biologiestunde. Wir werden uns nachher mal im Wald umschauen. Aber hier, neben dem Kornfeld, gibt's ja auch eine Menge zu entdecken. Was haben wir denn zum Beispiel hier? Na, Fritz? Eine Kornblume. Richtig, ein Korbblütler. Und das Eigenartige ist, es gibt auch weiße. Herr Prillwitz, da im Feld, da ist ein Hamster. Die hat Angst vor einem Hamster. Angsthase. Fang ihn doch, dann verkaufen wir ihn im Zooladen. Ah, schön. Also ein Hamster. Cricetus cricetus.